Alles nur so kleine Scheiße hier, weil es so Kinder gerade überall sind. Ich bin kein Kind, hab trotzdem kleine. Man hört die Vögel. Wie kommt Vögel hin? Was? Also ich will jetzt nicht dich anmachen oder so, ne? Das ist nicht das, was ich mich hinaus bin. Ich bin schwul. Alles. Oh, echt? Nee. Oh. Ich dachte, du wolltest bei der nächsten volljährigen Person aufstehen und dein Glied zeigen. Ich habe ja keine gefunden, also keine Frau. Ja, aber ich bin ja jetzt die nächste Volljährige, weißt du? No joke, ich danke dir, dass du mir letztes Mal geholfen hast, mein Auto zu kaufen. Danke für die 50.000. Macher! Macher. Ja, mein Kollege, ich habe Obdachlose aufgenommen. Ja, und eine Lebensversicherung würde ich auch noch machen. Kriegt irgendjemand anders Geld, weißt du? Scheiß drauf. Ich wollen den Arbe, Digga. Die kann selber arbeiten. Warum tragen Mädels immer so viele Ketten? Weil sie gewürgt werden wollen. Was hat jetzt eine Kette mit Würgen zu tun? War gar nicht lustig, eigentlich. Ich habe übelst die Halsschmerzen. Ich hätte mehr schlucken sollen. Ich bin auch einer. Ja. Ich habe auch Rutsch. Ja, ich auch. Wie oft wirst du Ethereum genannt? Du bist meine Atem heute. Warte, ich muss kurz mein Trauma verarbeiten. Ja, erzähl mir dein Trauma so und verarbeite nee, das. Nee. Doch. War da ein Pipi-Mann? Ja, genau. Es war vielleicht meiner. Nur wenn ich kiff, dann bin ich halt dumm. Ja. Aber das geht, weil ich mach ja nix kiff. Also, ja, guck, ich kann nicht reden. Nein, ich fass auch keine Frauen an, das ist übelst cringe. Transgender. Ich liebe Transgender. Ich will so einen richtig dicken Schlange, mein. Was guckst du denn jetzt so? Ist das jetzt schlimm? Deine Augen sind auch ganz schön schmal. Ja, nee, eigentlich sind die rund. Aber danke. Ja, vom Kiffen halt. Achso, ja. Also. Der Hengst geht auf eine Fake-Stute, auf so ein Pappgestell. Dann nehmen wir daraus einen Samen und mikroskopieren den und spritzen ihn dann ein. Darf ich mir das Fake-Gestell mal ausleihen? Wie kam es dazu, dass du jetzt deine Bauchtasche und deinen Rucksack an die Wand genagelt hast? Weil du könntest ja anstelle mich einfach an die Wand nageln. Können Männer auch Grußketten tragen? Also kein Sklavending, normalen. Hör auf zu lachen da hinten. Siehst überhaupt nicht aus wie eine Russin. Du bist viel zu braun dafür. Hast du mich ja mal da genannt? Woher wusstest du, dass ich Mütter? Warum pfeifst du denn jetzt so? Bin ich ein Hund oder was? Ist okay. Ist jetzt, also meinst du jetzt den Spruch oder? Du willst einen Schuss sehen. Du willst einen Schuss sehen? Ja. Ja, du bist rothaarig. Ja, ich weiß. Bist du ein Teufel? Ja, die Teufelstochter. Bist du volljährig? Ja. Können wir so kranke Spiele einfach haben? So mit Dämonen und so? Ja. Und Kerzenwachs? Ja. Ja, Marco und ich sind auf Toilette, ne? Er hat einfach einen harten bekommen, weil wir uns geküsst haben. Ah, ja, Macher, Junge. Warum hat er nicht gleich reingestochen? Du, ich bin seine Freundin. Willst du Füße sehen? Nein. Ja, bitte. Zeig sie mir. Nein. Oh Mann. Ich kann dir Zäpfchen machen, ja. Danke. Oder ich fängst ihr bei und sie macht die Zäpfchen. Ja, die kann man auch ein Zäpfchen reinschieben. Hast du einen Handstand? Ja. Mach. Alter, super. Boah, ey, super, geil. Top. Hast du keine Freunde? Ist Freitag. Doch, aber die sind alle im Urlaub. Cringe, dann mach alleine was. Such dir einen Freund oder sowas. Jetzt mal, du bist fett. Wow, wow. Die richtige wird noch kommen. Ich meinte jetzt nicht, also ich wollte jetzt nicht nach einer Freundin suchen oder so. Nee, nee, alles gut. Glaub ich dir. Okay, stich mal auf und zeig jetzt mein Glied. Ja, Digga, der fuckt halt ein bisschen ab. Hat der gerade geschissen? Also wenn eure Katze euch sich verschluckt, dann könnt ihr mir ja schreiben. Habt ihr vielleicht Snapchat? Ja. Warte, ich geb dir sofort, warte, ich schreib dir rein. Entspannt. Ey, die skippt mich. Alter, hä?
Oh, die hat mich gefickt. Sorry, Lied und so. Warte. Weißt du, deswegen habe ich gestöhnt. So. Aber ich würde auch so stöhnen, würden wir uns küssen. Habt ihr das mit Alkohol gemischt oder so? Nein, das ist einfach nur ein gesunder Hibiskus-Tee. Willst du mir was sagen, dass ich nicht gesund bin oder was? Hallo. 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 Hi. Hallo, zieh dich aus. Oh, sorry. Alter Junge, warm oder was? Normal, 30 Grad hier. Bei mir auch. Ist ein bisschen sehr warm. 77% haben noch nicht abonniert. Abonnier verdammt jetzt nochmal. Und mach die Benachrichtigung an, damit du kein Video mehr verpasst. Hallo. Schon wieder du. Schon wieder ich. Hey, nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wollen wir unsere Lippen berühren? Alles super. Boah. Ja, ja. Also ich soll jetzt... Und wenn, wäre auch kein Problem gewesen. Ach so, jetzt. Passen die in deine Hand rein? Ja. Ja, das sind das doch. Das ist solide. Aber meine Hände sind auch halt nicht groß. Ist egal, mein Penis auch nicht. Okay. Nein. Was geht, Bro? Warte, ey, Jungs, halt doch am Hohen. Ich fick euch gleich alle dumm und dämlich, Mann. Wallah, ich werd behindert mit euch. Bro. Hey, Nils. Junge, ein Bro. Er redet immer wieder. Ich bin der Keks. Was? Alles gut. Ich muss dir was erzählen. Oh mein Gott, das ist voll lustig. Das ist jetzt ein komischer Wechsel, wenn ich sage, ich bin der Keks und du mir jetzt auf einmal was erzählen willst, als wärst du mal der Keks gewesen. Nein, nein, ich war nicht der Keks. Schade. Das ist... Ach. Oder ich habe doch letztens bei dir versucht. Ach so, deswegen war meine Nippe in der Nacht zu blass. Ja. Ach so. Ich habe Astralreise gemacht zu dir. Oh ja. Mit Astralreise. In mir? Ja, in dir. Denn das Ding ist, wenn ein Typ einen Fußfetisch hat und auf weiße Fußnägel steht und er den Fuß dann in den Mund nimmt, dann hat er doch das Nagellack im Mund, oder? Wenn er so den großen Zeh die ganze Zeit so im Mund hat. Stellst du dir vor, Digga, dass er so eine große Zehnuckel, wie so ein Nuckel. Ja, manchmal so drin riecht. Oh ja. Denkst du, dein Cousin, also der Bruder von den Cousins hat ein paar Chicas gepult mit den zwei Hunden? Hat ein paar Chias gepult mit dem Paw Patrol? Nee, leider nicht. Ich schwöre, das sieht, sag ich. Aber Paw Patrol schon sehr strong, sag ehrlich. Seine Rübe bestimmt auch. Macht sie so aus, Schüleraustausch, ja, oder wie? Mhm. Ah, dann lernen einfach die ausgetauscht wird. Das ist strong. Da kommt so der Wechsel, weißt du, wie ich meine? Das, die lernen sich ja nicht kennen. Ja, das ist schon strong. Die lernen sich nicht kennen, und dann kann man so den Unauffälligen machen, ne? Ja. Hey. Hey. Lass mal Big Mac essen gehen, Bro. Ehrlich? Ja, ich komm nach Berlin. Und danach fick ich noch deine Mama in den Arsch, ne? Ich fick deine Oma, du Schwanz. Marius, ich komme aus Berlin. Marius, fick meine Oma. Du Hurensohn. Lutsch die Lippen von meiner Oma. Halt deine Fresse. Du Schwanz. Du Schwanz. Schwanz. Du Eiri.